Sind normale Menschen in der Lage, schreckliche Dinge zu tun? Und wenn ja, wie viele von ihnen würden einer unschuldigen Person einen starken Elektroschock versetzen, nur weil sie einen Befehl befolgen? Um diese Fragen zu beantworten, können wir uns die umstrittene Studie eines Mannes ansehen, der nach Antworten auf die schreckliche Vergangenheit seiner Familie suchte. "1961 wollte der junge Psychologe Stanley Milgram herausfinden, wie normale Bürger in der Lage waren, in Nazi-Deutschland unsagbar böse Taten zu begehen. Manche Menschen tun schreckliche Dinge, weil sie gehorchen, selbst den bösartigsten Führern. Um seine Theorie zu testen, entwickelte Milgram ein geschicktes Experiment, das unser Verständnis von menschlichem Verhalten für immer verändern sollte. An dem Milgram-Experiment nahmen drei Personen teil. Eine Autorität, genannt Versuchsleiter, der einen Laborkittel trug, um mächtig zu wirken. Ein Freiwilliger, der als Lehrer eingesetzt wurde. Und ein Opfer, der sogenannte Schüler. Der Lehrer war die Versuchsperson, während der Versuchsleiter und der Schüler in Wirklichkeit beide Schauspieler waren. Der Versuchsleiter weist den Lehrer an, einen Schüler, der in einem anderen Raum sitzt, zu testen, indem er Fragen stellt. Für jede falsche Antwort forderte der Versuchsleiter den Lehrer auf, dem Schüler einen Elektroschock von bis zu lebensgefährlichen 450 Volt zu versetzen. Vor dem Versuch fragte Milgram seine Kollegen, welche Ergebnisse sie erwarteten. Fast alle waren sich einig, dass nur wenige der Freiwilligen gehorchen und anderen unschuldigen Menschen Stromschläge zufügen würden. Was denkst du? Würde irgendjemand Schocks mit mehr als 300 Volt verabreichen? Milgram warb dann für sein Experiment als Studie über Erinnerungsvermögen und Lernen auf dem Campus der Universität Yale. Die Leute meldeten sich an, ohne zu ahnen, worauf sie sich wirklich einließen. Das Experiment begann damit, dass die Freiwilligen die anderen Teilnehmer kennenlernten. Dann zogen die Freiwilligen eine Karte, um ihre Rolle zu ziehen. Sie wussten nicht, dass sie nur den Lehrer ziehen konnten. Als nächstes bekamen sie eine Kostprobe eines leichten Stromschlags, um am eigenen Leib zu erfahren, was die anderen durchmachen mussten. Der Versuchsleiter und der Lehrer saßen im selben Raum, während der Schüler in einem Nebenraum an einen Stuhl geschnallt war. Der Lehrer und der Schüler konnten miteinander kommunizieren, sich aber nicht gegenseitig sehen. Der Versuchsleiter gab dem Lehrer eine Liste mit Fragen. Der Lehrer las dann die Fragen vor und der Schüler beantwortete sie durch Drücken eines Knopfes. Für jede falsche Antwort verabreichte der Lehrer einen Stromschlag, beginnend mit 15 Volt und in Schritten von 15 Volt ansteigend bis zu 450 Volt. Der Lehrer, also die eigentliche Versuchsperson, wusste jedoch nicht, dass der Schüler keine Schocks erhielt. Stattdessen wurde ein Tonbandgerät benutzt, um verschiedene Reaktionen abzuspielen. Zu Beginn hörte der Lehrer Protest oder Schläge gegen die Wand. Wenn die Schocks zunehmen würden, würden die Reaktionen lauter werden. Und wenn eine Versuchsperson die maximale Voltzahl von 450 Volt verabreichen würde, würde der Lernende verstummen. Falls der Lehrer zögert und darum bittet aufzuhören, greift der Versuchsleiter auf die folgenden vier Aufforderungen zurück. Erstens würde er sagen, bitte fahren Sie fort. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, macht er weiter mit, das Experiment erfordert, dass Sie fortfahren. Dann, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Und schließlich, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weitermachen. Während des Versuchs zeigten die Freiwilligen Anzeichen extremer Anspannung, wie Schwitzen, Zittern und sogar unkontrollierbare Lachanfälle. Das Experiment wird erst abgebrochen, wenn alle vier Aufforderungen erfüllt sind oder dreimal die Höchstspannung von 450 Volt gegeben wurde. Milgram ermittelte, dass von allen Teilnehmern 100% mindestens 300 Volt gaben und 65% verabreichten das Maximum von 450 Volt. Das Experiment wurde später als unethisch kritisiert, weil es unschuldige Menschen dazu verleitete, vermeintlich schreckliche Gewalttaten zu begehen. Das Experiment wurde jedoch mehrfach erfolgreich wiederholt, wobei verschiedene Bevölkerungsgruppen einbezogen und ähnliche Ergebnisse erzielt wurden.
Milgram selbst gab uns folgenden Denkanstoß. Es mag sein, dass wir Marionetten sind. Marionetten, die von den Fäden der Gesellschaft kontrolliert werden. Aber zumindest sind wir Marionetten mit Wahrnehmung, mit Bewusstsein. Und vielleicht ist unser Bewusstsein der erste Schritt zu unserer Befreiung. Was denkst du? Würdest du die Befehle befolgen oder in Frage stellen, wenn du einer von Milgrams Versuchspersonen wärst? Und was können wir als Gesellschaft künftigen Generationen beibringen, um zu verhindern, dass es zu schrecklichen Taten kommt, wenn normale Menschen einer Autorität blindlings folgen? Schreib uns deine Gedanken in die Kommentare unten.